Du bist der Du bist der Beste, 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 du bist der Coolste. Kann mich einer abholen? Passt, vielen Dank. Du bist ein Genie. Hallo liebe Leute, so, wie fangen wir denn mal an, indem wir uns beim Nils bedanken. Danke Nils. 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 Oh Gott, jetzt habe ich Nils. Nee. Danke Nils. Boah, danke. Yeah. Gute. Yay. Hast du den Sidechat an? Ich hab... Also, Tom-mäßig? Hast du Pommes gesehen? Ja. Nee, gerade, also ich würde ihn noch nicht hören, glaube ich. Alter Schwede. Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten offiziellen DayZ-Treffen mit mir, eurem Tudu. Und heute ist wieder ein Gast dabei und zwar Cannot der... Fire. Sergeant Sam. Sergeant Sam, hallo, weil Grantelbart ist krank, also gute Besserung an dich. Bluki kann leider... gerade auch noch nicht, der kommt aber vielleicht noch nach. Und ja, wir fliegen jetzt nach Wienhausen und treffen uns mit den Fans. Das kündige ich jetzt auch mal hier im Channel an. Also Sam und ich kommen jetzt nach Wienhausen geflogen, ne? Wer auf uns schießt, wird gebannt und kommt nicht in die Aufnahme. Vielen Dank für euer Verständnis. Hast du hier Wienhausen markiert? Ja, habe ich. Gut, dann let's go. Musst du aufpassen, nicht, dass ich jetzt in dich reinfliege, weil wir hier nur in First Person fliegen können. Ja, im Moment, wir haben jetzt zum letzten Restart haben wir noch auf 60 Slots erhöht. Und dennoch war nach eine Minute nach dem Restart war der Server sowas von voll. Ich habe es zwar vorhin nochmal aufgenommen, aber ich sag's auch hier an dieser Stelle nochmal. Fetten Dank an dich, Nils, dafür, dass du uns den Server gesponsert hast. Obwohl du jetzt nicht mal dabei sein kannst. War ein richtig feiner Zug von dir. Vielen Dank. Woo! Sam, möchtest du irgendwas sagen? Also ich... Ja, ich freue mich für dich, Tulu, dass du deine 5000 Abonnentenmarke geknackt hast. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Hoff für mich auch, dass ich noch weiter mit dir zocken darf, kann. Na klar. Und freue mich jetzt tierisch auf dein Abo-Special. Oh ja, das wird... Also ich erwarte viel Lustigkeit, ich erwarte aber auch sehr viel Stress, weil sobald wir da sind, wird jeder über Direct kommen. Irgendwas sagen und keiner wird keinen verstehen. Und ich hoffe, das mit den Hackern wird sich im Grenzen halten, also dass wir jetzt nicht gleich alle tot umfallen oder so. Und mit dem PvP-Verbot hoffe ich auch, dass sich da die Leute dran halten. Oh ja, hoffe ich. Glaube ich schon, mit dem PvP. Ja, ich hoffe es mal. Sind doch vernünftige Spieler dabei. Wir sind da, Leute, nicht schießen. Friendly. Oh, da laufen aber nicht viel. Also so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hängen die echt alle noch im Blackscreen. Bist du? Ach, da vorne. Ich gehe mal ein Stück noch zurück. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier kein Baum ist. Da läuft einer. Oh Gott, wie viele Leichen da schon liegen. Landung. Wer mit mir reden will, bitte nur über Direct kommen, weil ich habe jetzt den Sidechat deaktiviert. Also ich kann euch dann nicht hören. Alter, was sind da für rote Clowns? Rote. Ah ja, das sind diese mit diesen AWC-Schutzanzügen oder ja, so. Wie sie alle hier einsteigen. Was machen die jetzt? Was macht ihr jetzt hier bitte in meinem Hubschrauber?
Kommen bei dir auch welche rein? Also bis jetzt noch nicht, zum Glück. So, nochmal alle aussteigen, bitte. Ja, ich wollte nämlich das mit dem Screenshot jetzt noch machen. Alle Mann raus, bitte, ich habe eine kleine Aufgabe. Kommt mal bitte alle an das Ortschaftsschild von Wienhausen. Genau. Und irgendeiner von den Schweinen hustet. Der wird uns alle anstecken hier. Das sind Schüsse auf Zombies. Ja, ich hab's gesehen. So, wer versucht einen Heli zu klauen? Raus aus dem Hubschrauber! Wer ist das? Krieg ihn nicht anvisiert. Also ich schieß gleich auf ihn, wenn er nicht aufhört. Geh mal weg vom Hubschrauber. Jetzt hat er einen Motor angelassen, gibt's doch nicht. Alter, ja, ich mach schon aus. Ganz ruhig, Tulu. Okay, danke. Ich hilf dir schon. Also folgendes, Leute. Hier sind Zombies. Ja, Zombies könnt ihr wegschießen. Oh Gott. Ja, Zombie. Achtung, ich schieße auf Zombie. Ah, jetzt läuft er mir in die Schussbahn, Mensch, diese Menschen hier. Jetzt bin ich auch noch am Bluten. So, schnell bandagieren hier. Also, alle Mann vors Schild. Und dann macht ihr alle mal hübsch Screenshots. Und schickt die mir auf Facebook. Und wer mir den coolsten schickt, den verwende ich dann als Thumbnail. Irgendjemand schreit hier. Da liegt einer. Rettet ihn! Hallo Mido, rettet ihn! Ich glaube, wir sind zu viele Player. Hat schon irgendjemand einen Screenshot gemacht? Dein Puls ist stark, er wird's überleben. Ich mache jetzt mal Screenshots, ich weiß nicht, ob da irgendjemand was macht. Mach mal das mal selber. First Person, zack. Und hier nochmal. Und zack. Und zack. Okay. Ja, hat jemand eine Idee, was wir jetzt so Feines machen könnten? Weil ich habe nämlich keine. Wir können Tudu sagen, wir könnten uns alle mal saugut equippen. Tudu sagt. Wir können mal zum Krankenhaus gehen. Hat hier keiner ein Auto oder ein Hubschrauber oder irgendwas? Den hat eben wir hatten ein Auto. Bei dem Schild tut noch zwei Spieler, die sollten sich mal banalisieren. Cannot fire. Ein bisschen lauter gemacht hier. Wer schießt denn hier rum? Ja, Sam, was hast du einen Vorschlag? Irgendeine Idee? Also. Ich bin jetzt sehr ratlos. Ich bin jetzt gerade selber am überlegen. Ich bin erstmal total überfordert. Communication über ganz Zelle rennen, alle Zombies zusammensuchen und die alle erschießen. Ja, ich würde sagen, wir marschieren jetzt einfach mal los irgendwo hin. Ja, toll, ich kann nicht. Ey, Leute, könnt ihr auf Tudu? Tudu, kannst noch 2 Minuten warten, vielleicht, weil dann kommen noch ein paar Leute. Ja, okay, ein paar Minuten warte ich noch. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, weil viele haben echt das Problem, dadurch, dass der Server so überlaufen ist. Hängen alle im Waiting for Host Bildschirm oder Something Went Wrong oder sonst was. Tudu ist eine Person auf diesem Server, würde ich mal so sagen. Sind jetzt alle Zombies down? Da leben immer noch welche. Hier gibt's ja immer noch Zombies. Was los, Leute? Macht die platt. Ey, welcher Kollege hat aus meinem Rucksack Essen geklaut? Oh, nicht im Ernst. Doch. Oh fuck. Ich hab nämlich vorhin gekniet und jetzt ist Essen weg. Der Beste. Ja, ich tu auch mal meinen. Ich weiß gar nicht, was ich noch in meinem Rucksack hatte. Toter. Okay, ein paar Minuten warten wir noch und dann. Dann machen wir mal los. Ich weiß zwar noch nicht, was wir machen.
Und da kommen immer noch Zombies. Wo kommen die her, verdammt nochmal? Leute, ich brauch ja Morphin. Ich hätte einen kleinen Vorschlag. Alle begeben sich in die Nähe von den Helikoptern, aber nicht einsteigen, weil dann kommen die Zombies wenigstens nicht hin. Das ist eine gute Idee. Und alle rennen los. Also ich secure mal mein Heli. Ja. So, bei den Hubschraubern warten wir dann noch ein bisschen auf andere Spieler. So, ich bin mal als Pilot drin. Ja, der wird uns jetzt alle anstecken. Du Kollege, geh mal bitte raus. Als Pilot gehst du mir da nicht rein. Ja, hock du dich rein als Pilot. Ich hab mich auch lieber reingehockt. Ich vertraue hier niemanden. Ja, du darfst als Passagier rein. Ich fliege jetzt einfach mal in die Nähe von dir, dann bin ich nicht so weit weg von dir. Ja. Also ich fliege jetzt in die Nähe vom Tudu. Sam kommt zu uns näher geflogen. Aufpassen nicht, dass er auf euren Köpfen landet. Ja. Also bis jetzt, was mich sehr freut, klappt es wunderbar mit dem PvP-Verbot. Oh ja, ich habe glaube ich schon eine Leiche gehört, aber... Ja, ich habe auch fliegen gehört, da lagen auch schon einige. Aber ich glaube, das war alles vor dem PvP-Verbot. Klappt's? Du näherst dich einem Baum? Ja, ich will bloß den Typen mit den gebrochenen Beinen aufsammeln. Ah, okay. Also wir warten jetzt noch ein bisschen auf die Leute, die im Debug Forest festhängen, ne? Also nicht wundern. Ein Bus wäre nicht schlecht gewesen. Wie viele Leute passen denn in den Bus? 56 oder irgendwie sowas. Was? Also, ernst? Passen schon reichlich rein. Bist du dir sicher? Ja, ich... Also, Moment, ich kann ganz kurz auf mein cooles App gucken. Ja, das wäre echt mal gut zu wissen. Weil dann würde ich einen Bus chartern und dann könnten wir alle mit dem Bus rumeiern. Wenn da echt über 50 Mann reinpassen. Ich frag mal hier nochmal zur Sicherheit. Weiß jemand, wie viele Leute in einen Bus reinpassen? In einen Bus passen 5 Leute rein. Ich glaube, so weiß ich das. 5, 8, 10. Da kommt einer mit 12. 40, ja, ich höre hier auch alles. Vehicles, Bus. Ah, okay, bei mir zeigt es leider bloß den kleinen an, weil ich weiß gar nicht, ob es auf diesem Server einen großen gibt. Weil beim Kleinen passen 24 bloß rein. Okay. Aber na, wenn er angehittet. Wäre das auch nicht optimal. Warum wollten die alle mit Sergeant Sam mitfliegen? Hängen jetzt noch Leute im Debug Forest fest? Ja, 2. Doch, doch, die hören das schon. Ey, Kollegen, hat irgendjemand einen Verband für mich? Sorry, hast keine Bagagen mehr? Sergeant Sam braucht einen Verband. Oh je. Nee, Nordabholen. Okay, danke. Okay, 24 Leute können den Bus. Ja, das ist zu wenig. Hätten wir jetzt 50 Slots gehabt, hätte ich 2 Busse organisiert und dann hätten wir da mit allen rumfahren können. Jetzt nicht mehr. Aber so geht das nicht. Was hat denn noch gescheit viel Platz? Nix, was es hier auf Zelle geben würde. Schlecht. Total schlecht organisiert. Ich schäme mich. Aber sowas mache ich ja auch nicht jeden Tag. Also nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt nicht weiß, was wir hier machen sollen. Auf jeden Fall freuen sich alle da zu sein und rollen sich hier im Gras und fangen sich Zecken und sonstiges Getier ein. Ich hätte einen kleinen Vorschlag. Also auf dem Server ist es ja möglich, ein Auto zu bauen, oder? Ja.
Keine Ahnung, dann kann man es ja so machen, dass jeweils 4 Leute in der Team gehen oder irgendwie sowas. Oder 5. Und versuchen, so schnell wie möglich ein Auto zusammenzubasteln. Und der, wo es erste hat innerhalb von der Zeit, oder einer hat es, keine Ahnung, also ist dann irgendwas oder kriegt irgendwas. Genau, das wäre indirekt eine Idee. Wir warten hier beim Helikopter und die Leute sollen sich zusammenschließen oder auch nicht. Und wer das Auto bringt, darf einen Hubschrauber haben. Wie wärst du damit? Ja. Also ich habe eine kleine Aufgabe für euch Leute. Ihr könnt jetzt Grüppchen bilden oder allein, ganz wie ihr wollt. Die Aufgabe ist, ein Auto zu reparieren und mir hierher zu bringen. Und die ersten 2 Autos, die hier stehen, die 2 kriegen unsere 2 Hubschrauber. Also los Leute, beeilt euch. Bringt mir Autos, ich gebe euch Hubschrauber. Woo! Und der Typ, der auch immer den Hamwi kaputt gemacht hat, in der Nähe von Wienhausen, der hat Pech gehabt. War hier ein Hamwi, ja? Ja, jo. Geht der Server nicht eh wieder offline? Raus aus dem Heli, bitte. So, ein paar bleiben immer noch hier stehen. Jetzt, was passiert jetzt? Leute, die Challenge hat angefangen, gell? Also nur mal als Randinformation. Ja, für alle, die noch hier rumstehen, baut ein Auto, dann gibt's einen Hubschrauber. Ja, kann ich nicht. Ja, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht, gibt's nicht. Aber es sind immer noch zu viele für 2 Hubschrauber, oder? Wenn wir mit mir kommen? Ich würde so machen, ich nehme die mit den gebrochenen Beinen mit. Also würde ich mich anbieten. Wohin? Also ich wäre halt, jetzt ein wenig rumgeflogen und hätte geschaut, was die Leute so machen. Ja, ich. Keine Ahnung, weil die mit den gebrochenen Beinen, die können ja eh nichts Gescheites anrichten. Ja. Würde ich halt dann einfach mal mitnehmen, irgendwo rumfliegen. So, und wer von euch hier rumsteht und unfähig ist, ein Auto zu bauen, steigt mal in den Heli ein. Oder versucht's mal zumindest. Werde ich jetzt beschossen? Hörst du mal bitte auf zum Schießen und gehst aus dem Heli raus. Wieso steigt bei mir jetzt keiner ein? Egal, ob du ein gebrochenes Bein hast oder nicht. Mag denn niemand einsteigen? Habt ihr Angst? Ha, da ist der Wladimir. Der hat den letzten Hubschrauber schon gewonnen. Dürfen wir einsteigen? Ja, kommt rein. Ja, steigt einfach alle ein, aber nicht schießen bitte. Chess, aufhören zum Schießen. Einsteigen bitte. Wie viel Platz haben wir denn noch? Da ist noch einer. Ah. So, wir sind voll. Wir fliegen jetzt hier ein bisschen über die Map und schauen den Leuten zu, wie sie wie sie uns Autos bringen, ne? Also die, okay, die kein Auto bauen können, bleibt hier. Wir kommen wieder zurück. Das wird sowas von in die Hose gehen. So, Skyrim Bug und Dingenskirchen haben es nicht geschafft. Willkommen an Bord der Turu Airlines. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf dem Flug quer über die Map. Yay! Auto über auf. Da hat jemand ein Auto? Tatsache. Ich hab's hupen hören. Wer hockt drin? Ich weiß es gerade nicht. Nein. Okay, wir haben schon den ersten Gewinner. Camper Toxic mit ganz vielen komischen Zeichen. Okay. Okay, Kerl mit dem gelben Auto, komm zu mir, du hast dir mein Heli verdient. Wahnsinn. Hat er bestimmt schon gebunkert gehabt. Ich denk's auch. Ist jetzt South Park der Fahrer? Weiß ich nicht. Wer hat denn jetzt das Auto gebaut von euch? Oder wer hat's gefunden? Oder wer hat's vorbereitet?
Okay, Toxic, du bist Pilot. Rein mit dir. Ja, cool. Ich stehe gerade vom Ja, wo haben wir denn eigentlich auf der Map einen schönen Medic? Viel Spaß damit. Versuch niemanden umzubringen. So. Ein Postgolf hat er hier. Und siehst du schon was? Also Leute, es gibt nur noch einen Hubschrauber. Das sehe ich nicht. Wenn du mir sagst, wo Blut und so zu finden ist, Mark, dann fliege ich da auch mal in die Nähe hin. Ich meine, dass links bei Mellendorf ein Krankenhaus ist. Mellendorf. Cannot fire. Was denn das? Achso, ja, habe ich. Ist links bei Mellendorf ein Krankenhaus? Sagt wieder jeder, ja, nein, nein, ja, ja, nein. Ich kann doch nicht hören, bitte schreiben oder über Direct Chat sagen. Toxic is losing connection, was? Das ist natürlich schlecht. Hallo? Toxic? Hallo? Dann gehen wir in Sicherheit lieber. Oho. Okay, Gesundheitszelte sollen da sein. Okay. Toxic ist wieder da. Hat jemand Antibiotika? Wo ist denn der Toxic? Wo bist du denn? Wollen die, die hier rumstehen, nochmal zum Schild gehen? Wollen wir nochmal ein cooles Screenshot machen? Na, ich laufe einfach mal drauf los, vielleicht kommt ja einer mit. Die laufen ganz woanders hin. Wo ist das Schild? Sind schon alle betrunken. Ja, da liegt ein Toter mit einer Crowbar, lauter leere Dosen, also die... Das sieht ja aus wie bei Rock im Park. Was? So, und jetzt alle schön hinstellen. Nee, nee. Ich habe gehört, das soll wie Drecksau der Boden gewesen sein, weil vorher hat es ja ununterbrochen geregnet. So, kleinen Screenshot. Okay. So, nochmal. Einmal so. Okay, vielen Dank. Da ist jetzt jemand mit dem Golf abgehauen. Ah, da hinten steht er. Guckt mich ständig so einer an. Ja, du bist ein Star. Da werde ich ganz nervös beim Fliegen. Ich spring gleich aus. Wo ist denn jetzt der Toxic? Da sollen wir mit seinem Hubschrauber rumfliegen. Ja, der kommt gleich wieder. Der hat so... Du Mann. Okay. Das ist immer beleidigt. Ja, was will er denn? Was machen wir eigentlich, wenn alle Helikopter weg sind? Ja, soweit habe ich auch noch nicht gedacht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay, alles klar. Du und fünf andere verstecken sich und die anderen suchen die. Also ich schaue jetzt nochmal auf mein... Oh oh. Oh oh, no message. Hast du auch keine? Nein. Nein, ich hab was abgestürzt. Oh oh. Und du bist im Heli, oder? Oh ja. Aber wieso können doch alle Leute reden und schreiben? Ja, das ist beim Restart eigentlich immer so. Ich warte mal, vielleicht fängt sich der Server wieder. Oh oh. Alle, die in meinem Heli sind, war mir eine Freude, euch gekannt zu haben. Oh nein. Ist der Ansturm so gewaltig? Könnt ihr mich noch hören? Ja, man hört dich. Ja.
Also ich habe auch no message received, also irgendwie ist der Server abgeschmiert. Ich werde wohl mal einen Restart machen. Dann nutze ich gleich die Chance und versuche hier mal zwei Busse spawnen zu lassen. Okay, dann unterbreche ich mal die Aufnahme. Bis gleich.